Im Münchner Norden liegt unser. Herzlich willkommen zum VfR-TV. Neben mir Stefan De Brato. Grüß dich, Stefan. Servus. Training beginnt gleich. Schön, dass du nochmal Zeit hast. Lass uns kurz das Spiel am Dienstag ein bisschen Revue passieren lassen. Da hast du ja ein, zwei Nächte drüber geschlafen. Erzähl uns doch mal bitte kurz, die Zuschauer selber, die es nicht gesehen haben, wie das 1-1 gefallen ist. Ja, es war ein gut erkämpfter Ball vom Flügel. Es war ein Fehlpass im Mittelfeld bei denen in der Hälfte. Und wer mich auch kennt, weiß, ich versuche immer relativ schnell abzuschließen, weil ich sonst denke ich zu viel nach. Und das habe ich dann auch getan. Mich habe ich nicht optimal getroffen, aber er ist ja perfekt ins linke untere Eck rein. Ja, und ein bisschen Glück war auch dabei. Ich denke, hat dann auch gut gepasst, so wie es gelaufen ist. Du hattest vorher auch eine Chance. Was hat da gefehlt? Die Größe oder ein paar Haare mehr? Es war ja haarscharf. Ja, es war das Kopfballduell. Mai, wenn es natürlich gegen Gegner spielst, die ein bisschen größer sind, wenn die im Luftduell dann auch noch ein bisschen schieben, ist halt immer schwer, sich dagegen zu drücken. Bin leider nicht hingekommen richtig, aber umso besser, dass die zweite Chance gepasst hat. Wunderbar. Nachdem du jetzt 2 Tage geschlafen hast, was sagst du zu der Teamleistung gegen Augsburg? Bist du zufrieden oder habt ihr Stellen gefunden, wo du sagst, da müssen wir noch ein bisschen Gas geben? Fürs erste Spiel, denke ich, war es ein mega geiles Erlebnis, auch in Augsburg. Ich habe ja gehört und letztes Jahr auch mitbekommen, dass wir nur unentschieden gegen die spielen können. Ja, alle Spiele bisher, also ob Hin- oder Rückserie, in beiden Saisonen haben wir jemals unentschieden gespielt. Einmal 0-0, sonst sind immer Tore gefallen. Ja, deswegen, wie gesagt, ich bin mega froh drüber, über das Ergebnis, über wie es gelaufen ist. Also geiler kann man eigentlich nicht gewinnen im Fußball, finde ich. Und Mannschaftsleistung war super. Wir müssen uns natürlich noch steigern. Die Liga ist wahnsinnig stark. Wir haben viele, viele Spiele dieses Jahr. Aber ich denke, wir steigern uns von Spiel zu Spiel, so wie wir es letztes Jahr auch gemacht haben, hoffe ich. Und dann sieht es schon ganz gut aus. Waren denn noch ein paar Kraftreserven für die Heimreise im Bus noch ein bisschen zu feiern oder gleich geschlafen? Ja, ich bin mit meiner Freundin nach Hause gefahren, aber mit dem Auto. Aber die anderen haben auch alle gesagt, also so richtig feiern. Ist ein bisschen gefeiert worden, aber allzu viele wurde nicht gefeiert, weil nach so einem Spiel muss man auch mal ein bisschen pausieren, auch wenn es unter der Woche war. Viele arbeiten ja auch noch vorher. Deswegen war es jetzt nicht so, wie wenn wir am Wochenende gewonnen hätten. Wunderbar, dann entlasse ich dich jetzt zum Training. Wir suchen uns jetzt Mario Staudige. Ja, eben war noch Stefan bei mir. Jetzt Mario. Mario, schön, dass du auch Zeit hast, auch weil gerade Training ja schon losgeht. Hallo erstmal. Mario, der goldene Schuss, 88. Minute, das 2-1. Magst du unseren Zuschauern, die es nicht gesehen haben, kurz sagen, wie es aus deiner Sicht gefallen ist? Ja, war ein geiles Gefühl auf alle Fälle. Wir haben auf der linken Seite Ball erobert. Dann ging es relativ schnell auf den Dennis. Dennis hat quergelegt und der Eisel legt im 16er Klasse quer mit der Hacke. Und ich komme irgendwie noch am Ball, 3 Mann um mich rum, habe ihn dann mit der Pike ins kurze Eck Gerd Müller hat versenkt. Ja. Hast du da schon gewusst oder geahnt, das war der Knockout für Augsburg oder hattest du gedacht, es geht noch was bei denen vielleicht? Nein, sie haben schon gedrückt, aber ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir uns das nicht mehr nehmen lassen. Wie siehst du die Leistung deiner Teamkollegen am Samstag und beziehungsweise auch deine damit? Ja, wir haben es, glaube ich, das ganze Spiel nicht schlecht gemacht. Augsburg war zwar immer brandgefährlich, aber wir haben früh gepresst und immer wieder gute Balleroberungen gehabt und dann auch die Konter, auch vorher schon ein paar gut fertige Spiele, uns leider vorher nicht belohnt. Aber dann hat es ja doch Gott sei Dank noch geklappt. Der Stefan sagt, konditionell bei der Heimreise konnte man jetzt nicht so wirklich feiern. Wie war es tatsächlich? Du bist ja mit dem Bus mitgefahren, oder? Ja, also die Stimmung war eher ruhiger, aber ich glaube, es liegt auch daran, dass einfach der Großteil von uns vorher noch gearbeitet hat und auch dementsprechend platt war nach dem Spiel dann. Das heißt, beim nächsten Auswärtsspiel, was Wochenende ist, dann werden wir bestimmt mal wieder Gas erleben, oder? Ja, auf alle Fälle. Jetzt habt ihr Wochenende ja spielfrei. Ich habe gehört, trainingsfrei auch. Das heißt, Vollgas am Wochenende mit Freunden? Nee, meine Freundin ist ja beruflich bedingt in Zürich. Ich werde zu meiner Freundin nach Zürich fahren und dann ein entspanntes Wochenende verbringen, glaube ich. Bei der Vorbereitung brauchen wir jetzt mal ein bisschen, glaube ich, Entspannung. Dann entlassen wir dich schon wieder. Viel Spaß beim Training. Danke und schönen Tag euch noch. Tschüss.